für das Tor, oder? Frag nicht. Okay. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Ich sag so, hey, warum habe ich Pause gemacht? Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Oh Gott, was mein Name ist Wolf Fuß und ich werde dieses hoffentlich spannende Spiel gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Klingt ja schon wieder gut an. Das verspricht eine richtig interessante Partie zu werden, Buschi. Zuletzt mussten Sie eine Niederlage einstecken und es bleibt abzuwarten, ob Sie die wirklich schon verdaut haben. Das wäre wichtig. Eine Trotzreaktion ist wichtig. Sofort mit einem Sieg zu antworten. Sonst droht Ihnen die Saison komplett zu entgleiten. So, ups. Klasse Pass. Und das ist knapp. Abseits. Ja, die Fahne geht hoch. Knapp. Ich bin mir da gar nicht mal so sicher. Da machen Sie fast alles richtig. Ach, schade. Ich drücke volle Kanne Dreieck und dann kula. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Hinter dir rein. Warte. Rechtschreibfehler passieren mir ab und an, ich versuche zu vermeiden, aber lese Rechtschreibfehler, das ich leider nicht hätte. Halber weitgehend schaffe ich es. Ach, alles gut? Ich wüsste jetzt hier keinen. Und gibt's jetzt die Führung? Musste ich dafür nicht rechtfertigen. Du bist nicht der Erste, der hier im Stream ist, der sowas hat? Dann ist das halt so. Sie gehen dazwischen. Könnte die Führung werden. Hier im Stream sind wir doch alle gleich. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Also prinzipiell sollte man immer alle gleich sein, aber ihr wisst, wie ich meine. Da suchen sie jetzt die Lücke. Ball kommt in die Mitte. Ja, ins Tor. Ins Tor. Ja, das hast du aber nicht gut gemacht dann. Ja, du sollst den noch reinlegen. Das war auf meinen gespielt, damit du ihn reinlegen kannst. So wird basketballmäßig. Viel Übersicht bei diesem Pass. Der Korb ist nur ein bisschen größer, damit du hoch triffst. Gefährlich jetzt. Den hält er super. Lege mich nur mal selber auf, wenn es mir im Nachhinein. Ach, egal, alles gut. So, die kurze Variante. Wenn ich chatte oder sowas dann schreibe, dann schreibe ich auch manchmal mit Rechtschreibfehler, weil ich einfach zu schnell bin. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Daher macht immer keinen Kopf. Chance. Ernsthaft. Von der Abwehr abgefälscht und dann gibt es da, du hast meinen Spieler angeschossen und der hat auch deswegen auch vom Keeper weggespielt. Das kann doch nicht sein. Mal gucken. Dass der Ball noch abgefälscht wird, da bist du dann machtlos. Dann ist er nicht mehr zu. Das war ein trauriges Tor, ja. Ich fand es schön. Ein unverdientes Tor. So, da hätten wir also das das war hochverdient. Naja. Perfekt. Alter, ist nicht los, ey. Gut zugespielt. Ja, Mann, wie geht denn das bei der Grätsche, ey? Unglücklich gerutscht. Verkackt. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Ach, und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Versucht's. Ja. Da ist das Tor. Das ist ein schönes Tor, Dennis. Ja. Schön ausgespielt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt vielleicht die Chance, gibt Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Schade. Auf der Linie können sie gerade noch retten. Na, ein bisschen Glück war dabei. So, Ecke kommt. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu um. Ich damals dran denke, FIFA 20 und so, war ich damals so torgefährlich nach den Ecken. Wolle noch ein Tor, ich bin dabei. Ist bei mir schon ein paar FIFA, ja. Chance zur Führung. Der ist drin und jetzt führt sie. Endlich habe ich auch mal jemanden, der mich richtig anfeuert, oder?
Es sei dir gegönnt. Ja, das ist sehr nett, Dankeschön. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. Ja klar, den lässt er sich natürlich nicht nehmen. Aktueller Spielstand. Darf ich sagen, dass ich überhaupt keinen Bock nachher auf Phasmo habe? Das darfst du gerne sagen, ja. Interessiert dich nicht, ich weiß, du hast Bock. Schöner Zweikampf. Ja, genauso aus. Wie Kim. Und ich so, nein. Klasse Aktion, Ball ist weg. Wir sind Namensvetter, mein Zweitname ist Roland. Cool. Deine Mutter hatte Geschmack. Ich wurde nach einem Zug damals benannt. Ganz energisch. Also da ja. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser auch Szene. Gut. Aber ja, nach dem Rasen in Roland halt, weil ich mich im Bauch meiner Mutter so hin und her gedreht habe die ganze Zeit. Du nach deinem Vater. Nee, ich nicht. Jetzt in der Anspielstation. Gute Aktion. Meine Eltern hatten damals das Abkommen. Alle Jungs fangen mit den Mädels mit den Anfangsbuchstaben meiner Mutter an und alle Mädels mit dem Anfangsbuchstaben meines Vaters. Das war eng, aber tja, drei Söhne, dreimal er. Aha. Ja, du hast den Braten gerochen, ich hab's mitbekommen. Als ich anvisiert habe, habe ich gesehen, wie du's gerafft hast und so. Scheiße. DC müsste eigentlich auch funktionieren. Die Gelegenheit. Und jetzt der Lupf. Klasse gerettet. Yes. In höchster Not, in allerhöchster Not. Das Ding war fast drin. In höchster Not gerettet da eben. Sie kratzen den Ball doch noch von der Linie. Oh, da ist er durch. Er versucht es ganz frech per Eber. Ach, du bist ein netter Mensch, Dennis. Der war doch herrlich, oder? Der neue Spielstand lautet. Ich dachte ja, ich komme noch ran. 3:1. Ich hatte gehofft, ich komme noch ran, deswegen bin ich noch reingerannt ins Tor. Dachte mir so, komm, kriegst du noch raus. Das wäre nicht so schön gewesen. Für dich nicht, für mich schon. Ich fand den so schön platziert. Ja, könnte was werden. Zu dem. Okay. Mit dem Tupfer. Willst du mich verarschen? Okay. Viel geht also nicht mehr. Vier doch wohl ein Treffer Witz. Nach 45 Minuten, da können wir uns nicht also ich finde das gut. Ich nicht. Was sagt denn dein Fan dazu? Weiß ich nicht. Der Anschluss ist erfolgt, die zweite Hälfte läuft. Er findet die Unterhaltung, denke ich mal, ganz gut. Auf außen ist Platz. Weil ich meine... Wobei ich meine Zuschauer, das fällt doch nicht mal. Wobei ich meine Zuschauer eigentlich die als Fenster sehen will. Kannst du mal aufhören? Ich hab gerade erst angefangen. Willkommen auf meinem Discord, mein Lieber. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Aber dann kann die Abwehr die Gefahr bei diesem Steilpass doch noch bereinigen. Schöner Pass. Er holt den Ball hier ganz stark. Ich habe den Ball nie für dich geholt. So, er sagt es doch, der kam so perfekt. Er geht schön dazwischen. Dachte ich mir auch schön, wenn er so vorliegt. Die Chance. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Er geht dazwischen. Er spielt zu dem, der am Boden liegt. Macht richtig viel Sinn. Aufpassen. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Da ist Platz für den Konter. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Und weiterspielen hat auch Vorteil entschieden. Klasse, ja, dass die Leute dass ich eine ja. Chance. Hab gerade nicht hingeguckt. Entschuldigung. Ja. Beim Ballbesitz sehen wir. Guck mal, Holger ist im Discord drin. Und auch die Chancen holen sie immer wieder raus. Sind enorm. Ah, aber jetzt erstmal Augen auf. Das ist heute sein Spiel. Ja, ich sehe schon, die Abkürzung habe ich nicht drin und muss nochmal reinziehen. Das ist aber das kleinste Übel, schreibe ich mir ganz kurz auf. Moment. Das. Reihenweise DC-Verknüpfung. Dann hat er
ein wenig Glück. Ich muss ja nicht, muss es ja bloß als Namensvetter reinschreiben. 4-1 jetzt also. Das ist ja also kein Problem. Aber ich sage mal so, mein Discord-Link, der ist ja überall. Der ist unterm Stream, der ist über Discord zu erreichen. Der steht auf YouTube, der steht auf Twitch, der steht eigentlich überall rum. Was machen die denn? Eine Rutschpartie ist lustig, eine Rutschpartie ist schön. Ja. So. Albeck. Ernsthaft. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Drückst du Dreieck? Ups. Hat ich was. Tippe den mal an. Da geht er vorbei. Jetzt können sie es machen. Er ist noch heiß. Bin aber immer zu faul zum Suchen und nutze gerne die Befehle. Dafür sind die Befehle ja da. Alles gut. Dass die 10 nicht drin ist, das wusste ich nicht, aber das ergänzt sich und dann ist okay. Zeigt uns zunächst die gute Parade. Das ist ja schrucki-zucki gemacht. Kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüllt und der Ball ist drin. So, also die Runde ist nie, läuft nicht so geil. Bin irgendwie abgelenkt. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi. Warum verlierst du ständig den Ball? Hier im Moment. Selten, dass es so leise ist. Selten, dass es so leise ist. Was muss auch ein geiles Spiel, so findest du zum Zuschauen. Ja. Aber nicht, wenn man Horrorspiele überhaupt nicht mag und sehr anfällig ist, gerade was Jumpscares angeht. Ich krieg da von übelstes Herzrasen teilweise so stark, dass ich schon Streams abgebrochen habe, weil es nicht mehr ging bei solchen Dingern. Daher, das ist schon für mich immer eine ziemliche Überwindung. Wenn ihr den Ball nicht haben wollt, dann lasst ihn doch mir, wenn ihr dann gegeneinander rennst. Wir wollten den beide haben, ist das Problem. Ja, wenn drei sich streiten, ne, dann freut sich der wahrscheinlich, weil der jetzt Tor macht. Endlich kann er sich heute mal auszeichnen. Einwandfreie Parade. Endlich kann er sich heute mal auszeichnen. Dass er heute auch mal ein Erfolgserlebnis hat. Oh, ist aber nett. Klasse Aktion. Die mobben hier meinen Keeper. Das ist ja unverschämt. Jetzt vielleicht die Flanke. Hoppala. Der Ball kommt. Weiter gefährlich. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Da wird er unter Druck gesetzt. Guter Zweikampf. Menno. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Menno, nicht Enno. Jetzt ist er durch. Er ist nicht online. Ja, machen rein. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Oh, dein Fanclub kommt gerade online. Ja. Habt aber noch nichts geschrieben, aber ich sehe, dass dein Fanclub online ist. Ich wollte gerade sagen, machst du jetzt wieder den Absturz. Ja, mach ich. Nikolai Thompson. Gute Chance. Ja, ganz energisch. Und du weißt schon, dass ich gerade lupfen wollte, ja? Hat schon nicht so gut geklappt, ja? Nicht im Aus. Es könnte gefährlich werden hier. Sie holen sich hier den Ball. Das gibt jetzt Abstoß. Ach, Horror geht bei mir, wurde abgehärtet von meinem Bruder, der hat schon damals mich Horror-Games schauen und zocken lassen. Ja, aber für mich ist das einfach überhaupt nichts. Deswegen ist das so, schon DBD war aber für mich erstmal ein Kampf am Anfang. Mittlerweile geht's. Und es bleiben aber so nicht eins meiner Lieblingsspiele, also Horrorspiel sowieso nicht. Christoph, grüß dich, mein Lieber. Was macht er draus? Da kommen sie in beide drin. Sehr gut. Warum ist denn der Scherzkeks abgebrochen? Ich löse ihn gleich ein nach dem Spiel. Das war natürlich schwach gelöst. Dann löse ich den Scherzkeks ein. Und jetzt die Chance. Jetzt höre doch mal auf, Dennis. Der ist drin. Der cheatet. Der cheatet. Ich glaube, das ist sein 6. Tor. Ja, ich weiß. Das war kein ganzes Stück der Abwehr. Hallöchen, Corinna. Wir lassen ihn da im Strafraum. Die gerade geht schon gleich wieder ab, wie Schmitz Katze, wenn Dennis ein Tor schießt. Ja, und dann fällt das Tor.
Glaubst du, das Spiel ist ein Scherz? Ja, das glaube ich auch. Das ist, wie gesagt, eigentlich gehen die Spiele meistens so aus mit Tennis. Halt, oh, meine Hände schwitzen jetzt auch total. Das ist die Ausrede dafür, dass ich hier schlecht spiele. Ja, irgendwas muss es ja sein. Schlusspfiff in diesem Spiel. Ach nee. Der Rückstand so. Die Tabellenspitze, er wird immer größer. Ja, und so langsam fragen wir uns, ob das in dieser Saison. Schade, schade, schade. Dann wäre ich dafür. Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann sind auch heute wieder das gewohnte Kommentatorenteam. Wir übertragen Ihnen heute eine Begegnung aus der Online-Freundschaftsspielsaison, in der der Verlust des Titels droht. AC Florenz gegen Zwolle. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. AC Florenz gegen Zwolle. Einsatz, Schuss geblockt. Da können Sie den Ball erstmal lachen. Was? Da lacht er. Ja, Zwolle ist ja auch lustig. Ist hier immer noch am Ball. Da ist die Flanke ins Zentrum. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gehen. Aber ein guter Aufschlag ist oft für Siege hilfreich. Ja, ne, probier auch. Freistoß kommt rein. Geh frei. Da klären Sie erstmal. Muss er gegeben, da war noch dran. Die Ecke kommt rein. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Er zieht ab. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Kenne Pahl. Oh, das ist schon eine gelbe kassiert. Da erobert er den Ball. Ja. Verdient. Jetzt müssen sie aufpassen. Würde ich auch sagen, eigentlich. Vielleicht die Führung. Du wirkst jetzt unmotiviert, denn. Was ist los? Nein. Ich doch gut nicht dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Er zeigt den Vorteil an. Sie können weiterspielen. Er entscheidet auf Foul. Warum pfeifst du ab? Aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Kommt jetzt die Flanke rein. Ahnt hier diesen Pass. Nicht für den. Ach so, warum denn nicht? Giacomo Bonaventura. Giacomo Bonaventura. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Oh, in dem Augenblick spielst du den Ball weg. Klasse, durch den Vorteil gerät das Spiel nicht ins Stocken. Du hast dich fallen lassen. Aber das hat man gesehen. Dennis, du hast dich fallen lassen. Was? Deswegen pfeift er? Ja klar, hast du dich fallen lassen. Wir schauen uns so gerne an. Das zeigt. Und gelb für das Foul auch noch. Da war kein Grund zum Fallen. Du hast einen Außentritt gebracht. Ja, aber der hat es doch fallen lassen. Du hast einen Außentritt gebracht und es fiel sogar fallen. Mann, du hast sogar einen verletzt von meinen Das Spielern. Soll jetzt hier das 1-0 werden. Der Strafstoß ist drin. Er war schon angeschredet. Ja, ja. Oder emotional verletzt. Nee, du hast den Körper nicht wieder. Siehst du? Auch Pascal sagt, der Elfer war nicht gerechtfertigt und Corinna geht ab im Chat. Ja, siehst du, da muss ich Corinna zustimmen. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Dann hilft ihr überhält. Hört ihr immer auf den 12. Mann, was jetzt in dem Fall eine 12. Frau wäre. Das waren zwei böse Fouls von dir. Ach Käse, waren gar keine Fouls. Ja, da ist Platz jetzt. Nö, ja, den vor dem Strafraum sehe ich einen, aber den hier beim Elfer, nee. Den habe ich jetzt nicht eingesehen. Starkes Tackling hier. Corinna, man muss immer den Streamer unterstützen. Genug. Wird Einwurf geben. Aber man kennt es auch genügend, dass der Chat immer die Streamer mobbt. Also daher, man ist das gewohnt. Viel Platz für den Konter jetzt.
Na, da machen sie zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Ball jetzt geht's wieder in die richtige Richtung. Ne? Ich hoffe, es bleibt dabei. Ne, ich finde die Richtung eigentlich ganz gut gerade. Ja, finde ich auch gut. Bonaventura. Ne, die jetzt nimmer. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Ich? Nee. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Nee, die anderen. Wo ging der hin? Das war eher auch sehr gut. Das wo ging der denn hin? Über die Wolken. Vielleicht wäre es der Schlenzer gewesen. Sie müssen aufpassen. Oh, in der Mitte völlig frei. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Das ist, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Das war jetzt so ein einladendes Ding. Also wirklich. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten. Ah, ganz kurz, sie kommen jetzt. Und jetzt der Lupfer. Ich hasse dich. Sie legen noch mal nach und ich mag dich, meine ich. Ja, ich mag mich auch. Und das ist eine 2-Sterne-Mannschaft gegen eine 4-Sterne-Mannschaft oder 4,5-Sterne-Mannschaft. Dann und kommt wieder so ein ausweichen, gucken und dann richtig zuschlagen. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Und dann lässt er mein Tor noch fast ein. Aber nur fast. Nächste Chance. Das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Tor braucht auch ein bisschen Liebe. Hier steht es 2-0. Sieht alles aha ziemlich gut aus aktuell. Geht da voll in diesen Zweikampf. Ich würde gerne mal gegen den einen Match bestreiten, aber hab's weder noch auf dem PC noch auf der Konsole. Ja, wenn du es nicht hast, geht's schlecht. So, Situation das ist schwierig. Mache ich, indem ich den Stream schaue. Dennis streamt nicht und irgendwo muss man ihn ja auch motivieren. Auch ohne ihn gibt's den Arzt, gibt's den Stream ja nicht. Zumindest diesen Arzt-Stream gibt's nicht. Bevor Dennis da war, gab's ja auch Streams bei mir. Geklärt, aber es gibt die Ecke. Kurz da gab es sogar FIFA-Streams damals, da war aber Holger mit dabei. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Hörst du auf, um ein Tor zu schießen? Das ist empfindlich. Nein, das steht drauf. Ecke kommt in die Mitte. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Nee, ich wollte jetzt gerade was auslösen, aber das ist in der Aufnahme drin. Mache ich jetzt nicht. Da kriege ich wieder einen Claim von YouTube. Erst der Eckball und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist der da vorne drin so wichtig. Vorsichtig formuliert zeichnet sich da spätestens jetzt eine gewisse Dominanz ab. Ach nee, es ist alles möglich. Man müsste nur mal zu meinem Kollegen fahren, der ist 55 Kilometer weg wohnt. Ja genau, wohnt 55 Kilometer wegfahren, um eine Runde PlayStation zu zocken. Der Ball ist über ich spiele ja hier auch auf der PS4. Saimak. So. Viel Übersicht bei diesem Pass. Dennis, jetzt höre auf, es reicht langsam. Sei lieb. Dann spiele ich nachher den Geist bei Fasmo. Das geht? Das würde ich so gern machen. Das wäre mir viel lieber. Ja, das wäre cool, mal so ein Fun-Spielmodus muss es irgendwann geben, ey. Naja. Gute Balleroberung. Lauf weiter! Wechselt jetzt zu dem anderen Spieler rüber und der läuft nicht mehr. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Aus. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Nein, habe ich nicht gezielt. Ich drücke X, ziele nach unten auf meinen Spieler und der wirft zu dir. Ball ist unterwegs. Starkes Tackling hier. Pause in dieser Partie. Wir müssen noch. Bin zufrieden. Ich nicht. Weiß nicht, wie du zufrieden sein kannst. Es sind schon drei Tore. Auf der falschen Seite. Mal sehen, ob es jetzt. Und jetzt sag nicht, ja, okay, jetzt schießt du die auf der anderen Seite rein. Ja, gut, eben wollte ich gerade sagen. Dann mach ich auf, halt auf die andere Seite, ist auch okay. Ist doch kein Problem. Weg. Wenn wir zusammenspielen, Dennis, habe ich da gehen damit überhaupt kein Problem. Ja, vielversprechender Steilpass. Schöner, hoher Ball. Oh, fuck.
Das war ein Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Ja, der war gut. Also hat was gehabt. Ne? Ja, ich hatte einen Lupfer angezielt, also draußen warst du, dann rennst du auf einmal rein in diese Scheiße. Jetzt ist der Lupfer auch schon bedrückt und dann fliegt er sonst wohin. Ja, Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele, immer wieder, sehr souverän. Ah, guter Steilpass hier. Oh, der ist schnell. Die Chance jetzt. Das muss es doch sein. Da rettet er. Jetzt macht er ein Eigentor und jetzt müssen ihn die Mitspieler erstmal aufrichten. Fuck it all! War angeteasert. Das war zu kurz. Ja. Ich kann es auch nur anteasern, sonst blockt mir das YouTube. Darauf habe ich keinen Bock. Kann jedem passieren. Okay, da muss der andere Musik drunter legen. Nee, bringt nichts. Der erkennt das ja trotzdem. Und er kennt das als Disney-Claim, wo ich mir sage, hallo, wo ist das Disney? Seit wann singt ein Disney Fuck it all? Blöde Situation auf dem eigenen Tor, aber jetzt müssen sie sich konzentrieren. Paul. Ach, Quatsch. Absolute Stille im Stadion. Also mit so einem Aufruf. Absolute Stille im Stadion. Ja. Also bei mir haben sie gerade gesagt, die Mannschaft könnte gerade jetzt die Anstimmung, also das Anfeuern der Fans gebrauchen. Wo sind denn deine Fans? Was für eine Parade! Aus dieser Distanz! Starke Szene! Da wissen ich spiele mir, hab den Spieler, willst du den Ball rennen und der regt sich erstmal eine halbe Ewigkeit auf. Ecke kommt in den 16er. Gute Aktion, gut geklärt. Jetzt schießt er! Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Zu viel Power, Dennis. Zu viel Power. Ich hab immer zu viel Kraft. Wir sind heute einfach sehr offensiv stark. Immer wieder. Ich habe dich nicht unter Kontrolle. Warst du denn, konntest du dich nicht austoben auf Arbeit? Die Dinger zu machen. Nee. Dann hast du so eine Führung. Ach du Armer. Einfach mal deine Mitarbeiter anschnauzen. Trifft er, ja! Drin! Tor! Der nächste Stream wird Ihnen präsentiert von Dennis. Da sitzt Dennis hier. Das stream ich nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Der Typ! Nochmal dieses Tor. Wir sehen Schuss, die Gegner. Ein Schuss, ein Tor, ein Treffer. Das ist perfekt. Entscheidet sich für die kurze Ecke. Dezent demotivierend. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile. Du du kommst gerade leider voll auf die Klatsche. Ja, danke für den Hinweis, Pascal. Das habe ich mitbekommen. Ja, aber nett, dass du es mir sagst. Spiel mit Auge. Und ich, das ist eine. Also, ich finde deine Zuschauer echt hilflich, wenn ich dir extra hinweise. Genauso hilflich wie ich. Ja, die sind genauso hilflich wie du immer. Also, finde das doch gut. Nicht zu dem! Es sollte zu dem anderen passen. Ist hier immer noch am Ball. Da ist die Chance. Wichtig natürlich, dass sie da dazwischen gehen. Er holt sich vorne den Ball. Der Lupfer jetzt. Und Tor! Mit ganz viel Gefühl! Ich bin gerade ein wenig sprachlos. Dann kommt der Lupfer. Hier sehen wir es nochmal schön in der Wiederholung. Boah. Er steht auf dem Trikot von meinem Keeper noch prima drauf. Also. Einbahnstraßenfußball ist das heute. Einbahnstraßenfußball. Rot, runter vom Platz. Quatsch. Letzter Mann hier weg. Schiri, komm. Reden reicht da. Reden reicht. Ja, finde ich auch. Finde ich gut. Mit ihm, so muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was er ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenz. Ich bin gerade demotiviert. Das merkt man vielleicht bei meiner Spielart. Nein. Die Gelegenheit. Weiter gefährlich. Versuch, aber der Torwart kann parieren. Rafili ist ihm bisher ja nicht gelungen, aber das macht er gut. Sie verlieren den Ball. Ich komme einfach durch diese Scheißabwehr nicht durch. Er entscheidet auf Freistoß. Aber mal gelb geben, ne? Also. Er lässt die Karte nochmal stecken, gibt ihm aber ein paar. Nee, muss nicht, das war ja harmlos. Und jetzt muss er sich zurückhalten. Ja. Beim nächsten Mal dürfte der Schiedsrichter anders entscheiden. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Warum liegt dein Spieler da im Strafraum? Da ist er, da. Er steht gut und holt sich den Ball. Böses Fallen begangen wurde. Ja klar. Bonaventura. Weg ist der Ball. Also ich komme mit FIFA 22 halt nicht so geil klar wie mit
Mit 20, was ich vorher hatte. Genau, zwischen Spielergrätschen. Der Ball kommt. Und Tor! Fuck it up! War ja noch kürzer. Entschuldigung. Hier kommt noch mal die zufrieden? Ja, das fand ich schön. Nach dem Spiel zeige ich es ganz. Nicht viel Platz, ja. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Ziemlich einseitig. Echt 7-0. In dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Vorhin noch gesagt, aber es ist jetzt nicht mehr so schlimm wie am Anfang damals. Ja, Lupfer, komm rein. Versuch mit dem Lupfer. Er ist so eisekalt vor dem Tor. Da schnürt er den Dreierpack. User disconnected from your channel. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und das würde ich eher glauben, wenn wir wirklich ein Teamspeak wären. Und der Torhüter kann nur. Nee, den Quatsch hab ich zwar, aber brauche ich nicht. Das ist eindeutig heute, zumindest bisher. Mal sehen, ob sie hier noch zurückschlagen können. Irgendwie. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil. Vielleicht können sie das jetzt nutzen. Ernsthaft. Jetzt ist gefährlich. Ja, guter Steilpass hier. Gute Aktion. Zwölfter, ja. Drin. Tor. Das letzte FIFA-Spiel für heute. Ich bin gerade richtig pissig. Aber sowas von. Ich probiere mich gerade richtig zusammenzureißen. Der Doppelpass. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Lass es raus. Nee. Dominante Vorstellung. Kim kommt dann hier rein und sagt so. Und ich schreie erstmal vor Wut. Erstmal ausrasten. 8 Minuten jetzt noch. Wenn ich nicht wüsste, dass du 2 Sterne schlechter bist. Man merkt schon, dass hier alle um uns herum, links, rechts. Das fühlt sich halt wirklich alles nicht so an, ne? Nee, es fühlt sich wie 5 Sterne gegen 0 Sterne an. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler, das wäre gefährlich geworden. Noch ein Eckball. Die kurze Variante. Jetzt die Hereingabe. Gute Aktion, Ball ist raus. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Klasse Pass! Warum das spielst du dem denn in dem Raum? Gewesen, aber weg ist der Ball. Muss er dem auch noch unbedingt in den Arm spielen, also in die Beine. In den Lauf. Wenn es heute ein Remis gibt, dann was? Können sie noch mal Hoffnung schöpfen. Im Rennen um den. Der Kommentator gerade, wenn es heute noch ein Remis gibt, dann geht es weiter in der Saison. Jetzt noch ein Remis in der 90. Minute, 9 Tore. Klar, alles machbar. Klar, im Fußball ist alles möglich, ich weiß. Gut durchgesetzt. Gute Grätsche, Sie haben den Ball. Gute Grätsche, hast du gehört? Du wolltest das 10-0 haben, ne? Ja, das hätte ich gefeiert. Nee, das habe ich mitbekommen, das habe ich gesagt. Vergiss es. Dieser Niederlage geht nichts mehr. Das ist bitter, schade. Also für die Spielstunde.